Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Clash Royale. Wie versprochen werde ich heute die Elixier-Herausforderung beginnen, also die Beschleunigungsherausforderung. So, ich habe mir schon ein Deck zusammengestellt, das sollte eigentlich ganz gut passen, dieses hier. Da die Truppen recht billig sind, 3,3 und da kann ich ganz schnell durchpushen eigentlich. Da sollte ich fast immer gewinnen. Also testen wir das doch einfach mal aus. Ja, hier spenden wir nochmal an den lieben Christian. Und dann geht's schon los. Ich werde die ersten drei Kämpfe bis zu 1500 Gold machen jetzt. Die nächsten drei kommen dann im nächsten Video. Also hier in die Mitte von der epischen und seltenen Karte kommen die dann. Und dann bis zum Schluss durch in der letzten Folge. Und dann sind das auch drei Videos und dann sollte das passen. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber gut. Da werde ich wohl ein Video vorproduzieren müssen, weil das nur ein Tag geht. Gut, aber auch egal. Dann fangen wir doch mal an. Kämpfen. Das lädt jetzt wieder. Gut. Das soll uns jetzt nicht stören. Hier haben wir eh eine Chance. Ja, das Goblin-Fass ist mir jetzt egal. So, die Valkyrie. Er spielt seinen Elektromagier. Und dann spiele ich mal meinen Päcker. Mal schauen, was er erwidert. Ich bin gespannt. Als ob. Nice one. Das war mega okay. Und der Päcker. Oh, der geht auf den Tower. Nein. Oh, richtig gut gedefft noch. Ganz knapp. Und von ihm ist fast down. Das sieht gar nicht so schlecht aus für mich. 975 Leben, die holen wir auf jeden Fall noch. Ja gut, er spielt den Riesen. Ich hab den Entfernen. Hab ich noch den Sepp? Das sollte eigentlich passen. Sepp? Ach du Scheiße. Okay, ist down. So, er ist auch weg. Okay, das war ein bisschen daneben. Ich hoffe, wir können hier noch was reißen. Okay. 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 So schlecht sieht das gar nicht aus. Hier sollte das richtig reinpassen. Und beide getroffen, genauso wie ich das wollte. Wir werden wahrscheinlich bis in die Verlängerung ein bisschen spielen müssen, weil er hat auch meinen Turm schon ziemlich angeschlagen. Ich werde versuchen, von hier drüben rein zu pushen. Er sitzt nämlich seinen Riesen dahin. Das könnte mir echt behilflich sein, was er jetzt gemacht hat. Und ja, der Päcker ist durch. Und kriegt zwei Hits an den Tower. Das ist drei Hits sogar. Das ist echt schlecht für ihn. Jetzt hat er etwas versagt, finde ich. Ja, der Riese ist jetzt eigentlich auch ein. Oh, zwei Riesen. Fuck, Alter. Scheiße. Feuerball. Sepp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er spielt übertrieben gut. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Sind noch 22 Sekunden. Ja, nice. Nice. Oh Gott. Noch ein Hit brauchen wir. Ein Hit. Unser lieber Shockrider muss durchkommen. Er muss durch. Er muss einfach durch. Sepp, Sepp, Sepp. Oh Gott. Kriegen wir den Tower noch? Kriegen wir ihn noch? Ja, nice. Was? Aber gutes Spiel auf jeden Fall. 18 im Leben hatte der Tower noch. Leider. Schade. Oh Gott. Naja, okay. Da werden die Folge wohl doch vier Kämpfe kommen, weil ich den ersten schon verkackt habe. Das war echt schlecht von mir. Mann, das kann aber auch nicht sein. Der Turm hätte eigentlich draufgehen müssen. Das regt mich schon wieder richtig auf. Ja, bringt ihm jetzt nicht so viel. Ja, gut, die Feuergeister, dann ist es auch schon wieder alles geregelt. Richtig guten Schaden gemacht. Passt. Gegen einen Chinesen spielen wir. Sieht so aus. Er spielt Golem, da kann ich jetzt eigentlich durchrennen. Das sollte uns nichts aufhalten, Leute.
Sieht doch gut aus. Und der Tower fällt. Nice. Der Golem soll hier rüber gehen. Und er geht auch darüber. Und die Hexe werden wir auch ablenken. Passt, passt. Oh Gott, das ist hart für mich. Dieses Vieh da oben, dem krass Schaden. Was ist das eigentlich? Ist das in die Flugmaschine, glaube ich, hieß das. So, hier die Feuergeister. Ich spiele echt schlecht irgendwie. Okay, das passt. Gar nicht so dumm. Den Inferno Tower hier so hinter in die Ecke. So, hier die Walküre rein. Ja, das wird eigentlich passen. Okay, komm her, Hexe. Alles down. Ich hoffe, den Golem bekommen wir auch. So. Geh auf den Golem, meine Fresse, geh auf den richtigen Golem. Hier die Walküre rein. Dann haben wir mehr Chancen. Der spielt immer schon so gut, ne. Das ist richtig bad für mich. Okay. Dann gehen wir auf den hintersten Tower. Ich hoffe, das wird noch was. Okay, den Inferno rein. Ja, okay. Er spielt richtig gut schon wieder. Das regt einen richtig auf. So, hier und da. Dann sollte das eigentlich passen. Und wir verlieren schon wieder, als ob. Als ob wir jetzt wieder verlieren. Nein, Junge. Renn durch. Boom. Als ob. Pferd. Wieso spielen die alle so gute Decks gegen mich? So ein Kack. Okay, ich werde mein Deck mal schnell ändern. Spielen wir das. Und weiter geht's. Ich hoffe, wir gewinnen mal. Das sind einige Karten, die man hier bekommt, aber ich schaffe irgendwie gar nichts. Das ist total traurig. Und jetzt? Mega geil. Es macht einfach überhaupt nichts gerade. Viel Glück. Okay. Er spielt noch nichts. Er streckt seine Daumen nach oben. Mal schauen. Er spielt den Riesen. Gar nicht so schlecht. Für mich ist das eigentlich ziemlich gut. Nachthexe. Und dann hauen wir den Mega-Ritter rein. Sobald alles nah genug ist. So, das sollte passen. Boom. Hier ein Sepp drauf. Und dann ist das auch schon wieder alles weg. Jetzt sollten wir durchkommen. Versuchen wir mal. Er spielt nichts als zum Depp. Den Feuerball und der hat ihn daneben gehauen. Nice. Das ist mal ein Vorteil für uns. Der Turm geht nämlich jetzt drauf. Also fast. Und dann ist noch die Rakete und dann ist das auch shit. Okay. Die Musketierin ist auch so schlecht. Und noch mein Mega-Ritter. Boom. Und weg alles. Vielleicht lassen sie den durch. So wie der spielt, wahrscheinlich schon. Ja, der ist eh gleich durch. Sepp hier drauf. Das dahin. Okay, das passt. Nice. Und der Turm. Schon wieder daneben gesetzt. Sorry, Leute. Aber den Turm bekommen wir easy. Kein Problem für uns. So, da hat man einen Riesen mal abgewehrt. Ohne dass er Schaden macht. Was?
Das war aber Klim. Und jetzt ist der Turm auch down. Das passt. Das sieht gut aus. Ja. Super. Okay. Und jetzt das Ding noch aufhalten und dann haben wir doch schon gewonnen. Und noch ein Riesen, den schaffen wir auch noch weg. Egal. So, weg ist alles. Und easy win. Rakete nochmal irgendwo reinhauen. Auf jeden Fall gutes Spiel und nicht schlecht. Das war doch mal ein nices Gameplay. Hier kann ich nicht meckern. Endlich mal gut gespielt. Und das Deck, das passt jetzt auch langsam. Ich habe mich dran gewöhnt. So, und noch ein Spiel und dann sind schon die ersten drei Kämpfe rum. Aber die Folge ist eh schon lang genug, weil ich Kämpfe verkackt habe. Gegen einen Level 8er, das sollte schnell zu gewinnen sein. Gut. Okay. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ein Level 2 Prinz. Und damit will er gegen mich gewinnen. Ich glaube, ich heul gleich. Der wird so easy verlieren. Der hat null Chance gegen mich. Das merkt er wahrscheinlich gerade schon selber. Der ist so schnell down. Eine Level 6 Walküre. Ne. Der wird nicht gewinnen. Level 2 Hexe bringt auch nicht viel. Der hat schon so gut wie verloren. Schlimm für ihn. Buff. So, hier die Princess rein. Spielt er irgendwas dagegen? Nein, macht er nicht. Easy win, Leute. Er hat gemerkt, dass ich stärker bin. Und dann sind wir auch schon durch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber easy. Gutes Spiel. Viel Glück. Das war mal ein angenehmer Kampf jetzt nach den zwei verlorenen. Und dann haben wir auch schon wieder eine Quest abgeschlossen. Mal schauen, was da drin ist. Und wir können noch die Kronentruhe öffnen. Nice. 1500 Gold, immer gut Gold. Die selbst kann ich spenden. Brauche ich eh nicht so viel. Eine Quest. Wir haben fast die Riesentruhe. Noch 90 solche Punkte. Und dann haben wir die Riesentruhe und können die öffnen. Das freut mich schon mal. Ich guck mal, wie. Ja. Ich werde noch versuchen, die Arena aufzusteigen, dass ich dann die Riesentruhe hier habe. Da sind 61 seltene drinne, jetzt sind nur 57 und das wollen wir ja nicht. So, und dann öffnen wir doch mal die Kronentruhe. 600 Gold. 3 Gems. 6-mal das Skelettfass. 8 Elixiersammler. Und ich glaube, hier ist wieder eine Epic drinne. Ja, ist es auch. Mal schauen, welche epische das ist. Und Pekka. Den Pekka brauche ich auf jeden Fall. Der ist eine schöne Karte. Da fehlen auch nicht mehr so viel. Und dann würde ich sagen, dann war es das auch schon wieder von der Folge. Und schau bis morgen zur zweiten Folge der Elixier-Herausforderung.